Willkommen zurück zur 110. Folge von Sticks Master of Shadows hier am Baum, am Weltenbaum. Direkt in greifbarer Nähe des Herzens des Baumes sind wir hier und hier muss Sticks für seine Taten sterben. Wir müssen uns allerdings vorher mit ein paar von seinen Klonen rumschlagen, das sollte aber hoffentlich kein zu großes Problem werden. Schauen wir aber mal. Mann! So, gehen wir erstmal auf Flucht, wollte ich sagen, aber das wollte das Spiel nicht. Naja, macht ja nichts. Schaffen wir schon. Okay, irgendwie müssen wir das doch hinkriegen, dass wir unentdeckt von denen bleiben. Oh, verflixt. Ja, okay. Mann, was soll ich denn machen? Der kommt direkt zu mir geflitzt und sieht mich dann. Was soll denn der schöne Quatsch? Okay, pass auf, wir machen es halt so. Ach so, jetzt läuft er so an uns vorbei. Du siehst uns nicht. Okay, du siehst uns doch. Swoosh! Ich sollte was trinken. Geht nicht. Ja, super, jetzt kommt der andere Heini auch noch her. Und er auch. Jo. Guten Tag. Ah, jetzt geht's richtig los hier. Ja, hervorragend. Spiel, gib mir einen Tipp. Was soll ich machen? Ach so. Ja, danke schön. Oh, ist diese Mission scheiße, es ist unglaublich. Naja, wir machen die jetzt mal. Schauen wir mal, was passiert, nicht wahr? Ja, okay, bin ihm mal sofort entdeckt. Und sofort tot. Okay. Wir starten neu. Was soll's? Wie soll man denn da also... Keine Ahnung. Man kann sich im Nahkampf nicht stellen, weil dann wird man von dem nächsten Spaggo abgeworfen. Ach, Kacke, jetzt habe ich geladen. Verzeihung. Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was die sich gedacht haben dabei. Vielleicht wollten sie auch einfach, dass niemand das Spiel zu Ende spielt. Ja, hier frisst das, du Spasti. Und du das. Ja, macht nix. Kein Thema. Ist überhaupt kein Thema. Machen wir nochmal. Oh, welch ein famoser Spaß! Es ist so toll, diese Mission aufs Neue und aufs Neue und aufs Neue zu machen, ohne Fortschritte. So viel Spaß! Oh cool, jetzt hat mich ein anderer entdeckt. Schlitz. Oh, manchmal dauert es ein paar Sekunden länger. Genau. Kann man das nicht irgendwie schaffen? Frage ich mich. Ach cool, jetzt haben die mich beide gesehen. Super. Hallo Burschens. Sie mich verarschen? Wie hat es das? Was war das denn jetzt? So, das war nur so ein Teaser-mäßig. Bis hierhin war das Spiel echt nett. Hat echt Spaß gemacht. Aber das hier hat mit Spaß nicht wirklich was zu tun. Alter, das war krass. One left. Rakash, don't you want to die? Stop fooling around. Go say hello to your brother, Vermin. Aha, jetzt mal was? Will der mich jetzt verkackeiern? Sind die jetzt unsichtbar? Ach, cool. Also jetzt noch mal genau das gleiche, bloß dass die drei unsichtbar sind. Ja. Warum nicht? Vielleicht trinke ich einen Goldharztrank, macht mich unsichtbar und kill die dann einfach, wenn ich unsichtbar bin. Vielleicht geht das. Schaffe ich das denn noch? Goldharz zaufen.
dann einfach so. Da sehe ich doch seinen rumglitzern. Zack, ist da eine down. Ach Mann! Warum hat er mich denn jetzt gesehen? Der sollte mich doch gar nicht sehen. Oh, bitte kommt das nicht noch ein drittes Mal, ey. Das wäre richtig nervig. So, husch weg mit dir. Okay, kurz speichern. So, was nun? After all these years. What the fuck is that? Damn fucking elves! Even dead, you still get in my way. A heart! Let me be! Rackers! No! No! Don't touch the heart! What? Fuck! Beat it! Ah! Go haunt someone else! Ich will auch diese Teleportationsfähigkeit. Vermin, give me the heart. This shit has destroyed my life. I was a proud and free orc, and this is what Amber has made of me. A puny runt with a burnt-out brain, sentenced to vomit his despicable reflection again and again, to be sure he never forgets his curse. But if I had the heart, I could study it. Find a way to become as I was before. What are you talking about? Our buddy is perfect for surviving in this shithole. Small, sure, but quick and mean. I was only born yesterday, and I can already see how the beings are rotten here. Yeah, in fact, I like being me. Enough raving. You may have the heart, but you can't beat me. So just give me the heart. If you want me to spare you. You don't get it, do you? Live or die, it doesn't matter as long as it's not an order given to me. Watch me, Styx. Look at me while I choose my destiny. No! Stop! If you break the heart, everything will collapse! The heart! I almost had it! I could have become an orc once more. What have you done, you fool? We'll become empty shells. I'm gonna bleed you if it's the last thing I do. Oh no, Styx. I'm the one who will choose my own death. Rackash! Thank you.
I remember. I was born in a dried up lake bed. It was a big dead tree. Dozens of my kind crawling around like rats. But I wasn't like them. I was a rat of another kind. My head was empty. My vision blurred. I don't know what happened before that. I could remember only one thing. A name, Styx, was the only thing I could think of. I guessed it was my name. I often dream of this place at night. Well, it's more like a nightmare. I see myself, and I am everywhere. There are a whole lot of me's, but they're not me. And all these me's are calling to each other. Styx! Styx! And at the same time, it's as if none of them hears the others. Then I have this feeling like I'm falling. But I'm falling upwards. Yeah, it's weird, man. And then I wake up. And for a few moments, I seem to hear hundreds of me calling to me. And then I finally remember that there aren't any like me in the world. That I am the one and only Styx. And I don't know if it makes me proud or sick to my stomach. Ah, geschafft. So schön. Alles klar. Gut, wir haben natürlich keins der Embleme, ist ja klar. Aber dafür haben wir schon mal 270 Fertigkeitenpunkte. Nice, nice, nice. Was kommt denn jetzt noch? Können wir noch mal ins Versteck? Nee, erstmal gibt's den Abspann. Cyanide Studio. Ich weiß nicht, ob wir den unbedingt sehen wollen. Boah, gibt ein paar Artworks. Ist nicht schlecht. Wir können ihn ja erstmal ein bisschen laufen lassen. Und dann fazitiere ich ein bisschen. Oh Gott, diese Mission gerade war ja richtig schön. Nicht. Also das Spiel an sich fand ich ziemlich, ziemlich cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schon sehr stark darauf ausgelegt, dass man schleicht und nicht kämpft. Also merkt man schon alleine daran, dass das Kämpfen so gut wie gar nicht funktioniert. Also mal abgesehen davon, dass ich es nicht so gut konnte. Ich glaube, es ist auch nicht so gedacht, dass es irgendwer gut können sollte. Es soll einfach nicht gemacht werden. Und ja, aber der Schleichteil ist ziemlich cool. Man kann oft auf ziemlich vielen Wegen durch das Level überhaupt durchlaufen. Oder durchklettern und durchkraxeln und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Das heißt, wenn man irgendwie das Level das erste Mal spielt, macht man den Weg so. Dann beim zweiten Mal findet man auf einmal einen anderen Weg. Wenn man die Embleme noch machen will, spielt man das dann halt auch noch ein zweites Mal und so weiter. Dann kann man mega viele Sachen freischalten bei den Fähigkeiten. Die sind jetzt nicht so ultra übermächtig, aber es lohnt sich schon mega, die freizuschalten. Ist schon richtig gut gewesen. Also gerade sowas wie durch die Wände die Gegner sehen. Hallo, das ist ja wohl der Shit. Und dann die verschiedenen Gegnertypen mit normaler Gegner, Armbrustgegner, etwas stärkerer Gegner, irgendwie dann gibt es noch Ritter und Elfen und Orks und diese Mutantenscharben. Ah, das war schon ziemlich cool. Und die Verdammten. Da muss man sich dann immer auch auf den Gegner einstellen, seine Taktik anpassen. Dann mit dem Klon kann man natürlich ultra viel machen, dass du dann Ablenkungsmanöver machst, dass du damit die Gegner sogar töten kannst. Sogar die Ritter kannst du damit töten, wenn du ihn in so eine Kiste steckst, dann den Ritter dahin lockst, dann tötet er sogar Ritter, die ja sonst nicht so leicht zu töten sind. Ob das mit Elfen funktioniert, weiß ich nicht. Die sind ja, irgendwie habe ich das nicht hingekriegt, dass die sich mal vom Fleck bewegen, außer um mir einen Speer ins Gesicht zu rammen.
Das war alles, das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Irgendwo so zur Mitte des Spiels. War so ein bisschen Hänger, aber dann hat das Spiel wieder mit neuen weiteren Spielelementen dann doch wieder. Hat sich doch wieder interessant gemacht. Die Geschichte, ja, auch fand ich jetzt auch nicht schlecht. War witzig erzählt irgendwie. Am Anfang dachte man, man würde irgendwie. Ja, man sei der Styx, der gefangen ist und würde irgendwie ja, die Vergangenheit erzählen. Dabei hat man die ganze Zeit erzählt, was passiert ist und was dann der Klon, der man ja ist, was der gemacht hat. Und dann so zur Hälfte kriegt man das dann raus und oh, Plot-Twist, Styx ist auf einmal der Böse und wir müssen ihn vernichten und bla 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 und müssen uns mit den Elfen verbünden. War schon witzig gemacht. Ja, dann gut. Das Ende, die letzte Mission jetzt, oder der letzte Missionsteil, den fand ich jetzt nicht so gut, weil der dann darauf ausgelegt wird, dass wir kämpfen und uns überhaupt nicht wirklich verstecken können. Wo ja eigentlich das gesamte Spiel auf Verstecken aus ist. Und dann auf einmal darf ich mich nicht mehr verstecken. Aber gut. Ist halt so, ne? Kann ja mal passieren. Wer ist das denn? Ist das Kerberos? Nee. Kerberos ist auch richtig witzig. Erinnert sich ungefähr an gar nichts. Ganz lustig. Tja. Bin mal gespannt. Vielleicht hole ich mir mal den zweiten Teil. Der ist ja schon draußen mittlerweile. Aber ich weiß nicht. Ich fürchte, der würde auf meinem Rechner nicht laufen. Ansonsten hätte ich mir den bestimmt schon mal geholt und würde den jetzt auch machen. Aber muss ja auch erstmal nicht sein. Ich muss auf jeden Fall nochmal die Mission mit Münzen und so weiter machen, dass wir auch die Embleme alle haben und dann alles freigeschaltet haben, damit da 100% stehen. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber ansonsten liegt nicht mehr so viel an, oder? Wir haben alles soweit freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob wir den Rest jetzt kaufen können. Von den Fähigkeiten. Oder ob wir wirklich noch die anderen Embleme machen müssen. Ob man wirklich 100% dafür braucht. Aber es lohnt sich halt auch nicht wirklich, weil was kriegt man dafür noch? Irgendwie eine Goldharzviole mehr, ein Wurfmesser mehr und dass einen die Tränke direkt voll heilen. Das ist jetzt nicht so. Nicht irgendwie so das Gameplay-Element, was man unbedingt nochmal haben will, was man sagen muss. Ja, das schalte ich jetzt frei, damit ich das nochmal spielen kann, irgendwie damit. Ey, keine Ahnung, ob sonst noch was freigeschaltet wird, wenn man 100% hat. Wahrscheinlich nicht. Joa. Ansonsten nette Schleich-Action. Mit vielen, vielen Elementen, tatsächlich relativ viel Möglichkeiten. Dass die Level manchmal wiederholt wurden, fand ich okay. Das war halt an sich war es ganz nett, dass man sich dann tatsächlich mal auskannte an einem Ort, wenn man sich noch daran erinnert hat, wie das Level gestaltet war. Und die Gegner waren ja doch trotzdem immer woanders und die Münzen auch und so weiter. Also man wusste halt irgendwie dann schon mal ein paar Verstecke oder so. Aber ich fand's trotzdem ziemlich cool. So, jetzt kommen nochmal hier die Voice Actors. Werden aufgelistet. Und waren ja nicht so viele. Styx, Aaron, Guards, Barriman Senior, Elf Ambassador, Asken, Kerberos. Und das war's dann schon, ne? Dann schauen wir uns doch einfach nochmal in Ruhe hier den Rest an und genießen. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Es könnte auch ein bisschen schneller durchlaufen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich es beschleunigen kann. Ich kann es wahrscheinlich abbrechen. Aber dann sehen wir nicht alles, das ist ja auch schade. Machen wir mal die Maus weg, so. So viele Namen. Grafikstil war auch ganz cool. Also zumindest von den Zwischensequenzen, dass da so diese gemalten Bilder, die haben mir gefallen. Die fand ich nett. Die fand ich echt nett. Manchmal war mein Laptop ein bisschen langsam und hat ein bisschen lange gebraucht, die Texturen nachzuladen. Hat man aber kaum gesehen. Oh, ein Ork. Ein Ork, Alter. Der ist ja dick. Boah, ist der für... Alter.
was die da für Muskulaturen reingezeichnet haben. Ja, da waren wir auch gerade in der letzten Mission nochmal. Richtig fies, ey, da überall irgendwo an den vor. An den. Ja, überall irgendwo weiter oben an der Decke klebt man immer und klettert da rum. Ja, schon witzig designt. Überall so französisch anmutende Namen. Na? Oh, wir müssen uns auch nochmal unsere Artefaktsammlung angucken. Die ist ja jetzt auch komplett, ne? Eine komplette Artefaktsammlung. Powered by Autodesk Scaleform. Unreal Physics by Nvidia. Bing Video. Ach, Unreal Engine steht da. Jetzt kann ich es lesen. 2014, ja, auch schon ein bisschen in die Tage gekommen, war. Aber das dürfte das Ende vom Abspann sein, oder nicht? Die ollen Elfen, ey, undankbares Pack. Aber wie kommen wir an dem vorbei, ohne den zu töten? Ich weiß es nicht. Muss ich erstmal noch einen Schluck trinken? Ja. Special thanks to the holy brioche of the Friday. Was? Boah, nochmal ein Ork. Die sehen aber auch dick aus. Arigato, Mr. Roboto. The end. Noch nicht ganz, wir haben noch nicht 100%. Na? Was passiert nun? Ein paar Stühle. Ja, die Stühle sind auch schick, ne? Ist das jetzt echt das Endbild? Das wäre witzig. Ah, ja, das verschwindet nochmal. Jetzt kommt auch nichts mehr, oder? Ne, Musik ist auch aus. Okay. Ich habe es nicht weggedrückt. Ist automatisch weggegangen. Wir laden im Versteck wieder. Dann schauen wir doch mal ganz schnell rein. Nenn mich Styx. Ich bin nun der alleinige Herr über mein Schicksal. Du kannst vorherige Missionen erneut spielen, um Embleme freizuschalten und bisher nicht erfüllte Nebenziele abzuschließen, um mehr Fertigkeitenpunkte zu erhalten und alle Fertigkeiten zu erlernen. Zeig her. Wir haben doch noch 270 Punkte. Wie viel brauchen wir denn hierfür? 200. Und hierfür brauchen wir noch... Shit. 60. Ja. 90, ah Mist, dann fehlen uns noch 80. 80 Punkte fehlen uns noch. Und die kriegen wir natürlich, weil jedes Emblem gibt ja 20 Punkte. Das heißt, wir kriegen für die Wiedergeburt auch nochmal 20, 40, 60, 80 Punkte. Das heißt, wir müssen tatsächlich alle Embleme freischalten, um alle Fertigkeiten zu erlernen. Das mache ich aber auch wieder offscreen und ich weiß gar nicht, ob das dann interessant ist, das nochmal zu sehen. Wir können uns hier nochmal schön eindecken mit Zeug. Ja, und hier noch Wurfmesser, ja. So. Und jetzt können wir uns alle unsere Artefakte ansehen.
Schaut mal, roter Kristall, blauer Kristall, irgend so ein Horn, eine Kette, ein Ei, ein Becher, ein Ding und eine Schale. Wow. Ja gut, aber wir haben sie alle gefunden und eingesammelt. Also cool. Ich kann nicht mehr aus dem Versteck raus. Doch, ne? Aber es nützt mir nichts, weil hier ist jetzt nichts mehr. Aber macht ja nichts. Gut. Dann würde ich sagen, war es das soweit mit dem Let's Play. Wie weit sind wir denn gekommen? Machen wir mal einen neuen Spielstand. So. Wir haben 96%. Das heißt, die letzten 4 Embleme sind die letzten 4%. Falls da noch irgendwas Spannendes kommt, dann werde ich das nochmal nachfügen. Ansonsten ist das Let's Play hier zu Ende. Ey. Und dann verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. So wie ich. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Tschüss.